Hallo und willkommen beim Schwimmsimulator. Wir müssen uns gerade ein bisschen beeilen. Ja, da waren nicht mal irgendwelche Spitzengegenstände. So ein Käse. Ja. Dringend sollst du, Dame. Komm schon, Laura. Vielleicht kannst du das. Alles schon trainiert. Ja, jetzt fällt alles wieder mal auseinander. Komm schon. Losgelassen. Scheiße. Ja, so ein Mist, echt, ey. Warum hast du auch diesen Dolch genommen? Schlimmer noch. Was meinst du? Dominguez. Er hat jetzt den Dolch. Er hat ihn sich geholt. Nach allem, was mein Vater durchgemacht hat, lasse ich zu, dass Trinity einfach so den Dolch kriegt. Er wird mit dem Dolch und der Schatulle die Welt von Grund auf erneuern. Wie wird er sie erneuern? Keine Ahnung. Er sagt, er will Sünde und Schwäche ausrotten. Ein Mann wie er, wir müssen ihn aufhalten. Wir sind an allem schuld. Wir finden einen Weg, okay? Versprochen. Nein! Wir müssen vor Trinity die verborgene Stadt finden und die silberne Schatulle. Okay, aber zuerst bringen wir die Menschen hier in Sicherheit. Dann kümmern wir uns um den Rest. Nein, niemand ist in Sicherheit. Nicht, wenn er die silberne Schatulle kriegt. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Du bist die Einzige, die was? Woher weißt du, dass du das alles warst, Lara? Diese Welt dreht sich um viel mehr als um dich. Diese Menschen brauchen uns hier. Wir können jetzt etwas Gutes tun. Abgesehen davon, was haben wir schon groß in der Hand? Ein Rätsel? Wir brauchen ein bisschen mehr als rosa Fisch und silberne Kronen, wenn wir diese Stadt finden wollen. Da muss ich Jonah recht geben. Ich muss diesen Menschen helfen. Dann besorge ich ein Flugzeug. Definitiv erstmal den Menschen dort helfen. Und dann um die eigenen Belange kümmern. Und ja, das warst du. Amazonas, Peru. Ausschau halten müssen. Die Silberkrone ist wahrscheinlich ein Wolkenband. Die ganze Zeit muss ich an diese Menschen denken.
Sie haben alles verloren. Das Rätsel lautet: Verfolge das Schlangenherz bis zum Berg mit der silbernen Krone, wo die Zwillinge sich finden. Ich frag mich, was die Zwillinge sind. Der Sturm sieht übel aus. Es ist nur ein bisschen Regen. Wir konzentrieren uns auf den Berg mit Wolken. Ein Berg mit Wolken. Wenn wir ihn finden, woher wissen wir, dass er es ist? Bauchgefühl, denke ich. Andere Hinweise haben wir nicht. Der Wandmalerei nach kommen noch mehr Katastrophen. Am besten helfen wir den Menschen, wenn wir die Katastrophen und Trinity aufhalten. Okay. Aber können wir ganz sicher sein? Jonah, während ich vorhin den Dolch in der Hand hielt... Du meinst das Beben vor dem Tsunami? Mehr als das. Es erschien mir, als hätte ich etwas erweckt. Ich weiß, das klingt völlig unrealistisch und ist schwer zu glauben, aber ich bitte dich, mir zu vertrauen. Wir müssen einander vertrauen. Erst die Welt ins Unglück stürzen und dann... Ja, musst mir vertrauen. Ich habe nur die Welt ins Unglück gestürzt. Hey, da drüben ist vielleicht was. Wirklich? Was ist es? Der Sturm gefällt mir nicht. Versuchen wir es morgen nochmal. Wir sind schon so nah dran. Trinity würde sich davon auch nicht abhalten lassen. Miguel, kannst du irgendwo landen? Ja, ich kann euch bei Kovac Jakko absetzen. Dann los. Mehr ab. Das war eine prima scheiß Idee. Natürlich auch. Man macht nicht den Kopf auf, wenn man so weit oben hängt. Einfach so ohne Grund. Okay. Erstmal orientieren, wo wir sind. Im Dschungel auf jeden Fall. Gibt's hier irgendwas? Miguel! Ich glaube nicht, dass sie in der Nähe abgestürzt sind. Das könnte ich gebrauchen. Mit unserem Lebensinstinkt. Oh, das sehen wir alles. Alles, was gerade leuchtet, können wir mitnehmen. Das ist toll. Was haben wir da? Hartholz. Genau.
Hartholz. Hier drüben wächst auch noch mal Hartholz, sonst sehe ich hier nichts. Das nehmen wir auch mit. Das bewahre ich für später auf. Jonah! Hört mich jemand? Glaube ich nicht. Hallo? Jemand da? Ich vermute nicht. Ich glaube, die sind weiter weg. Eine Wunderblume haben wir gefunden. Wo sind sie? Ich muss sie finden. Ja, würde ich auch sagen. Jawohl. Wollen wir nicht hoch. Dann schauen wir hier lang. Okay, es wäre egal gewesen. Der Berg mit Silberkrone. Ich bin fast da. Da drüben ist jemand. Ich muss dorthin. Na gut, hier haben wir Leuchtpistole. Wie kommen wir da jetzt hin? Sehr brücklich, der Berg. Oh, Federn. War zu geschafft. Brüllaffen. Merkt sie jetzt erst. War schon vorhin da. Und wir rutschen. Das ist genial. Also das mit dem Schlamm finde ich genial. Dass man die Fußspuren dann sieht. Das ist ein Ziehabfährt. Ein Feuer. Hier muss jemand sein. Hallo? Jonah! Miguel! Hier wird, glaube ich... Hört mich jemand? Hier wird, glaube ich... Wo seid ihr? Ja. Sei mal ruhig. Hier wird, glaube ich, keiner sein. Oh, ein Taschentuch. Jetzt können wir uns wenigstens die Nase putzen. Wenigstens etwas Positives. Okay, das können wir nicht machen. Fehlt uns was. Ein Logbuch gefunden. Ich hätte nicht gedacht, dass der Sturm so heftig wird. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte auf Jonah hören sollen. Ich hätte den Dolch niemals nehmen dürfen. Ich hoffe, dass sonst niemand verletzt wurde und kein anderes Dorf zerstört wurde. Ja, das glaube ich auch. Ich muss diese Katastrophen stoppen, bevor es zu spät ist. Darf ich jetzt auch mal reden? Gut. Ja, du hättest auf Jonah hören sollen, du hättest ihn Dolch nicht nehmen sollen. Und definitiv, wir müssen die Katastrophen stoppen. Fähigkeiten. Suche verbessert Levers Erkundungs- und Beobachtungsfähigkeiten. Krieger verbessert ihr Kampf- und Waffengeschick. Und Sammler verbessert ihre Heimlichkeit und Herrschungsfähigkeiten. Fähigkeiten freischalten. Wählen Sie die Fähigkeiten aus einer blauen, roten oder grünen Box aus. Fähigkeiten mit weißem Rand wurden bereits gekauft und gemeistert. Dunkle Boxen werden freigeschaltet, wenn eine angrenzende Fähigkeit gekauft wird. Manche Fähigkeiten werden in der Welt gefunden. Genau. Oh, ich muss ja schnell mit wegklicken. Blick des Adlers holen wir uns. Erholung des Pumas. Bedrohung des Fuchses. Das holen wir uns auch. Das klingt auch schön. Stütze des Pumas. Fall des Fuchses. Eil des Affen. Schlag der Schlange. Ne, das wollen wir nicht. Umarmung der Boa. Eile des Kaiman. Die Umarmung der Boa wollen wir definitiv. Nest der Viper. Nö. Können wir gar nicht holen. Schritt des Hohazin.
Mal der Eule. Das wollen wir haben. Oder Herzensbrecher. Wenn wir nicht Lust der Krähe haben, wir auch noch. Aber das Mal der Eule wollen wir definitiv. Als nächstes holen wir uns dann den Herzensbrecher. Und wir sind ja so ein Herzensbrecher. Ein Teil des Flugzeugs ist hier gelandet. Meine Sachen sind in der Fracht. Ich muss sie losschneiden. Genau, die holen wir uns jetzt. Ich brauche was zum Durchschneiden. Na super. Nimm mal ein Messer, haben wir dabei. So, wo finden wir jetzt was zum Losschneiden? Doch, mach's mal. Hier gibt's auch eine Pflanze. Noch ein bisschen Gesundheit. Mackerblatt. Ich brauche Werkzeug, um das zu öffnen. Ja, toll. Alles brauchen wir irgendwas hier. Dann schauen wir mal, wo Werkzeug ist. Da können wir hoch. Wollen wir aber nicht. Ja, gehen wir hoch. Hey! Um wieder runterzugehen, genau. Na, vorsichtig. Jetzt schmeißt du den Propeller ins Wasser. Verdammt! Das würde ich auch meinen. Bitte, jetzt kommt bitte so Aal oder Maran. Das ist auch immer sein soll. Sich auch in der perfekten Form abgetrennt hat. Jo, hat er was fallen lassen? Kriegen wir noch was von ihm? Nö. Dann schauen wir trotzdem mal hier unten noch so rum. Weil hier liegt irgendwas, glaube ich. Da habe ich es gesehen im Augenwinkel. Eine Truhe. Wir müssen langsam mal auftauchen. Gut, aber es ist stumpf. Toll. Ich muss das irgendwie schärfen. Das muss Bleig muss gut sammeln. Jetzt können wir es wenigstens aufmachen. Das ist nützlich, aber ich brauche mehr. Ja, drei Stück. Wo finden wir die? Das ist keins. Hier oben. War hier was? Ja, hier lag was. Genau, was ich gesucht und habe. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen zu wenig. Nein, hier ist nichts. So drüben irgendwie was. Nein, nur Gestrüpp. Gibt es eine blaue Pflanze? Glaube ich runter, aber nee, das wollen wir nicht. Das ist eine ganz, ganz schlechte Idee, glaube ich. Da können wir rüber. Wenn wir einen Bogen hätten. Hier oben, vielleicht finden wir was. Da ist eine Kiste. Und ein Herausforderungsgrab. Ich habe alles, was ich brauche. Jetzt zurück ins Lager. Nein, will ich nicht. Ich will lieber erstmal dahinter. Vielleicht komme ich da schon durch. Dann könnten wir ja wenigstens schon mal ein Grab machen. Nö, fehlende Ausrüstung. Oh, die hat ja nichts dabei. Ja, da brauchen wir den Dings dazu, den Kletterhaken, glaube ich. Okay. Machen wir uns erstmal das Messer fertig. Provisorisches Messer. Was haben wir jetzt?
Dann können wir uns Ressourcen anschauen. Sollen wir im Inventar? Hey, da ist irgendwas. Outfits. Überlebende. Was ist das? Da muss ich ausrüsten. Okay. Überlebende. Verbliebenen Jacke. Kommando. Wüstentanktop. Infiltrant. Sibirischer Waldhüter. Schattenläufer. Geisterhaut. Lederjacke. Graues Henley-Shirt. Blaues Henley-Shirt. Dunkler Engel. Tomb Raider 2. Und Bomberjacke. Das finde ich interessant. Sehen wir jetzt so aus? Ja, wir könnten jetzt so rumlaufen. Das ist ein schönes Gimmick. Das müsste scharf genug sein. Echt? Ja, das ist scharf genug. Definitiv. Wenn man aus einer früheren Zeit kommt. Wollen wir aber nicht. Wir laufen lieber in den normalen Klamotten rum. Abenteurer. Und ein Seil haben wir dabei. Jetzt können wir die Stricke durchschneiden. Irgendwas hält die Vorräte noch. Ja, da ist noch ein zweites Seil dran. Komm, da hoch wieder. Und durchschneiden. Ja, meine Ausrüstung, endlich. Und eine Spinne. Ne, Ölkäfer. Und was bekommen wir als Ausrüstung? Ich hoffe doch alles. Nein, nur den Bogen. Ohne Walkie-Talkie. Warum habe ich nicht alles zusammengepackt? Ja, das frage ich mich auch. Miss Croft? Jemand da? Kommen! Miguel! Wo bist du? Verdammt! Wahrscheinlich irgendwo im Wald. Wir könnten noch ein bisschen Materialien mitnehmen. So, wo müssen wir hin? Hier rüber. Ah, da ist der Pfeiler. Können wir uns das Seil wieder fixieren. Das muss ein ganz schön langes Seil sein. Miguel! Der hat dich angefunkt. Du hast ihn nicht gehört und jetzt rufst du trotzdem nach ihm. Das gefällt mir gar nicht. Oh, ja, mir auch nicht. Miguel? Wo bist du? Nicht da. Oh nein. Miguel? Miguel? Und Holz. Alles bis zu finden. Sissy Mieter. Beschreibung eines Monsters. Und einen Kapterhafer. Den wir es mal ausnehmen können. Für Haut. Ja, Blutspuren. Sehr schön. Miguel! Hier was? Nee. Oh.
ich mich, wie lang das Blut da schon ist, wenn da schon so viele Fliegen drin sind. So, so sieht der Kadaver jetzt gerade auch nicht mehr aus. Miezetatze! Oh, süße Miezetatze. Bleib ruhig, Miezetatze, alles ist gut. Brave Miezetatze. Oh, eine zweite Miezetatze. Das ist nicht gut. Böse Miezetatze. Jetzt hauen sie ab. Feiglinge. Heilige Scheiße. Was ist das? Nur abschießen. Gesträubtes Gefieder. 4 Sternvogelnester zerstören. Ich darf federn. Hallo. Nö, leider nicht. Schade. Macht mich traurig. So, Miezetatzen. Hier muss ich vorsichtig sein. Ja, wäre angebracht. Ruf am besten nochmal nach Miguel und nach Jonah. Ich glaube, Miguel war sowas mit ihm. Hast du Miezetatze wieder? Ja genau, wir laufen da jetzt auch genau hinterher, weil wir das unbedingt wollen. Und jetzt springen wir genau bei rein. Da bitte bei Grillen und schießen. Das ist es. Ja, wir machen ihn noch wütender, als er schon ist. So. Da. Hotel daneben. Schmier daneben. Hotel. Bleib mal ruhig stehen, diese Tatze. Rennen geht. Das Gewicht. Super Treffer. Nein. Super. Jetzt halt's wieder ab. Und ich sammle erstmal. Da ist er. Beruhig dich. Mal getroffen. Nochmal. Die zweite kommt. Böse Miezetatze. Böse Miezetatze. Böse, böse, böse. Eine Miezetatze weniger. Jo. Nee, nein. Alles gut. War das nicht? Ich hab mich angegriffen. Das ist ein Schild. Alles gut, Miezetatze. Bleib ruhig. Alles gut, alles gut. Ich hab nichts gemacht. Alles gut. Ruhig. Nein, nein, nein. Mein Puls. Ich war zu alt für sowas. Haben wir die Miezetatzen wenigstens weg. Heilen.
können wir uns heilen. Sehr schön. Das machen wir noch fix. Und dann würde ich auch sagen, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal bei Tomb Raider. Tschüss.